Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013. Der Rob spielt das und wir befinden uns auf der Strecke Hagen-Siegen und werden heute eine S-Bahn fahren. Alles weitere werden wir dann hier mal im Szenario selber erfahren. Guten Abend, heute gibt es eine Zusatzschicht. Der Andrang beim diesjährigen Chorfestival ist enorm. Deshalb werden wir den Verkehr zwischen Welschen, Ennest und Siegen zu entlasten versuchen. Rüste die Lok auf und halte unterwegs an jedem Bahnhof. Ja, wir öffnen als erstes die Türen, damit die Fahrgäste ein- und aussteigen können. Und dann werden wir uns mit der Aufrüstung der Lok beschäftigen. Und zwar mit Shift 9 die ZWS einschalten. Dann mit P den Stromabnehmer heben. Es ist diesmal der hintere. Den Hauptschalter mit Steuerung Z einschalten. Mit Shift F die Lüfter einschalten. Da hört man sie auch. Wunderschön. Und vorne das Licht werden wir auch noch einschalten. Ich hoffe, das ist jetzt auch an. Das prüfen wir jetzt nochmal hier. So. Und da wir eine S-Bahn fahren, machen wir auch hier vorne mal das S-Bahn-Schild an. So. Ja. Sehr gut. So. Ich denke, wir können auch schon mal die Türen schließen. Wir schalten noch die SIFA ein und die PZB. Mit Shift 7 und Shift 8. So, alles ist bereit. Den Fahrtrichtungswender mit W auf Vorwärts stellen. Und ich denke, wir können jetzt die Bremsen lösen. Mit Ü. Und hier mal ein bisschen aufschalten. Bis ein Ruck durch den Zug geht. Ja. So. Jetzt können wir auch weiter aufschalten. Die PZB hat natürlich gemerkt, dass wir aus dem Stand heraus fahren und blinkt jetzt mit 70, 85 Wechsel. Das heißt, wir fahren nicht mehr als 45. Hoffe ich mal. Oh, die SIFA muss gedrückt werden. Haben wir denn jetzt auch die Türen geschlossen? Ja, ich bin letztens schon mit offenen Türen losgefahren. Das war nicht schön. Kein schönes Erlebnis. Ich hatte auch schon einen schlimmen Zugunfall auf dieser Strecke. Genau in diesem Szenario. Werdet ihr in den Outtakes sehen. Ich war schrecklich. Ist natürlich keiner zu Schaden gekommen. Es ist ja alles nur simuliert. Da rumpelt es auch ein bisschen. Ah, ich glaube, Fahrstufe 1 sollten wir eingeschaltet lassen. Oder, jetzt verlieren wir hier ein bisschen an Geschwindigkeit. Das möchte ich nicht. Diese wunderschönen Tunnelgeräusche immer. So, die PZB hat uns freigegeben. Ich habe es mal wieder verpennt. Darum fahren wir etwas schneller. Aber nicht zu schnell. Schalten wir natürlich auf. Ich kann jetzt im Moment auch keine Außenansichten der Lok zeigen. Ich würde ja gern, es geht nicht. Wir werden jetzt mal die Kinder vom Tunnelportal verjagen. Mit einem kleinen Hooper. Ja. Wie schön er schallt. Kommt auch schon Liedfeld, unser nächster Halt, in Sicht. Eigentlich können wir noch ein bisschen schneller fahren. Die hohe Abbremsung ist hier eingeschaltet. Das heißt, wir fahren über 70 und es wird mehr Bremsdruck. Oh, jetzt müssen wir aber hier. In diesen gefährlichen Kurven hier. Die B
BR111 schiebt ja wirklich wie ein junger Gott. Müssen wir direkt mal etwas langsamer werden. Siefer drücken. Oh, jetzt müssen wir auch mal bremsen, glaube ich. Darf man überhaupt so stark bremsen? Ich glaube, wir bremsen mal lieber so an. Ja, 1,5. Das geht ja schon mal gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen reinhauen. Ja. Lass uns mal so weiterlaufen. Da ist auch eine Gegen-S-Bahn mit einem Kollegen besetzt, wie schön. Oh ne, ich muss weiter bremsen, sonst. Ja, das ging doch schon mal. Ging zwar auch schon mal besser, aber wir reißen die Türen auf. Dass wir hier nicht unseren Fahrplan vergeigen. Es gibt keinen, das ist sehr schön. Die Autos fahren da natürlich durch die geschlossene Schranke. Man sieht es. Ja, das ist nicht schön. Wir werden mal hier etwas rumreisen. Uns den ganzen Zug mal angucken. Das ist hier der Steuerwagen. Die BR111. So, wir schließen die Türen. Lösen die Bremse. Da rollt die Scheiße auch direkt los. Ja, so sieht's aus. Jetzt können wir natürlich direkt mal ein bisschen beschleunigen hier. Oh, das war ein bisschen viel. So ist es gut, ja. So gefällt mir das. Ich habe mir mal sagen lassen oder bei railsim.de gelesen, dass das, dass man ungefähr 40 oder 45 kN beschleunigen sollte, damit die Fahrgäste nicht zu Schaden kommen. Die BR111, die reißt hier auch einiges raus. Die können wir die nochmal angucken. Ah, nicht so süß. So, wir sollten jetzt auch mal ein bisschen abfahren hier. Achso, jetzt können wir auch 140. Die SIFA möchte gedrückt werden. Auch mal so auf Geschwindigkeit, dass man nicht direkt aus der Kurve fließt. Hoffentlich. Hier war es nämlich immer, diese Kurve hat mich immer aus dem aus dem Leben gerissen, wenn man das so sagen kann bei einer Simulation. Doppeltraktion, 151er kommt da entgegen, wie schön. Wir rollen hier ganz gemütlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal bremsen. Etwas vorbremsen. Wir kommen ja da ganz schön angeschossen. Weiter bremsen. Das wird schon, Junge. Ich habe immer Respekt vor diesen ganz kleinen Bahnsteigen hier.
kommen wir auch fast top an. Mit 60 am Bahnsteig anfangen. Ja, ein bisschen. Jetzt können wir auf jeden Fall mehr reinhauen. Müssen wir sogar. Sehr schön. Lösen wir wieder etwas die Bremse. So. Aha, fast perfekt. Ja. Gucken wir raus. Und öffnen die Türen. In Eichen. Haha. Gasthäuser. Ja, wir können uns ja nochmal die Lok etwas genauer anschauen. Auf jeden Fall mit altem DB-Logo. Also ich finde auf jeden Fall, es sieht sehr alt aus. Und ich finde es wunderschön. Das schönste DB-Logo, was es jemals gab, meiner Meinung nach. Wir schließen mal die Türen. Alle Türen sollten geschlossen sein. Lösen die Bremse. Da fährt sich schon los. Kleinste Lok der Welt. Mehr Gas geben. Wo ist da? Nee, muss nicht. Obwohl er eigentlich PZB hätte da eigentlich. Mehr als 100 sollten wir auf jeden Fall nicht fahren. Da vorne ist ja 100. Hier geht es auch steil den Berg runter. Kreuztal kommt in Sicht. Brauche ich nicht so stark zu bremsen, hoffe ich mal. Obwohl ich da ja eher ängstlich bin. Auf jeden Fall sind heute mal die Bahnsteige alle da. Das ist sehr schön. Das ist nicht immer so. Und irgendwie macht der Bahnhof auch irgendwie den Eindruck, als würde etwas fehlen. Aber, naja. Wir machen die Türen auf. Ja. Da gehen sie auch auf. Hört hier eigentlich ein Dach hin? Ich weiß es nicht. Sieht alles irgendwie komisch aus. Aber gut, ich kenne mich auch nicht so gut aus dem Bahnhof in Kreuztal. Vielleicht könnt ihr da ja irgendwie was zu sagen. Ist auf jeden Fall zweite Klasse Nichtraucher. Da wird nicht drin geraucht. Oh. Nicht bekloppt. Die gehen jetzt auch zu. Ich habe jetzt mal kurz den Hauptschalter ausgemacht. Völlig irre. Ich hoffe, es funktioniert jetzt noch alles, so wie ich das möchte. Natürlich nicht.
funktioniert noch alles. Zum Glück. Zugverband ist zusammengeschoben, also können wir hier etwas mehr Gas geben. Mit unserer kleinen S-Bahn. Hüttental. Geiswald. Dürfen wir nicht zu schnell fahren hier. Aber auch nicht zu langsam. Kleiner Güterzug. Wie schön. Wir dürfen jetzt im Moment noch 100 fahren. Gleich wieder 140. Natürlich hier alles aus dem Fahrzeug rausholen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass es nicht zu... eng wird mit dem nächsten Bahnhof. Irgendwie wackelt es auch schon ziemlich schlimm. Alter Schwede. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen rollen lassen. Naja gut, ich habe schon die Kinder hier am Bahnhof gesehen, die hier versuchten auf die Strecke zu springen. Und darum fahren wir hier etwas, etwas langsamer ein. Sehr schön. Hat ja doch noch irgendwie geklappt. Wir sind zum Stehen gekommen. Sehr schön. Oh, jetzt andere Seite. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir können uns auf jeden Fall nochmal die BR111 angucken. 114,8. Das ist unser Fahrzeug. Oh, da schließen wir auf jeden Fall mal die Tür. Ist das Koblenz? 15.03.92. Nächste Revision. Oder letzte Revision. Wer weiß es genau. So, Türen scheinen zu sein. Können wir hier mal die Bremse lösen. Und schalten die ganze Nullstellungszwang. So.
Da geht ein Ruck durch den Zug. Wir können weiter aufschalten. Fahren jetzt weiter nach Siegen-Weidenau. Die SIFA mal bestätigen. Wir gucken uns mal eben hier im Führerstand um. Kann man das Fenster aufmachen? Nee, kann man nicht. Kann man das Ding da oben? Nee. Ach, hier kann man das Rollo aber runter machen. Sehr schön. Ich möchte das Rollo aber ganz nach oben machen hier. Andere BR 111. Die SIFA. Wir sollten auf jeden Fall noch vor dem Kombinationssignal nach vorne zum Schalten kommen. Das tun wir auch wunderschön. So, ziehen wir die Bremse richtig an, dass hier nichts passieren kann. Und öffnen die Türen und sehen, dass sie auch aufgehen. Sehr schön. Siegen-Weidenau. Wie fahren wir denn jetzt weiter hier? Ah ja, in Siegen Hauptbahnhof werden wir dann umkehren. Was für schöne Türgriffe. Ja, das war das Zeichen. Werden sie versenkt. Und wir fahren mal weiter. Lösen die Bremse. Schalten ein bisschen auf. Warten auf den Ruck. Und schalten weiter auf. Dieser Signalzustand hier unten heißt Langsamfahrt erwarten. SIFA. Jetzt hätte ich mir fast noch eine Zwangsbremsung eingehandelt. Oder habe ich das sogar? Habe ich das sogar? Nö. Ah, es geht weiter, ja.
Oh Gott! Was für ein Spinner! Kann ich da knapp vor der Lok rumfahren? Jetzt auf jeden Fall nach Siegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was da vorne für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Wir nehmen mal an, es ist 40. Ja, es ist 40. Wunderschön, dass das mal geklappt hat. Natürlich ist das nächste Signal rot, weil, wenn wir da noch dran vorbeibrettern, ja, werden wir wohl oder übel den Prellbock rammen. Das möchten wir nicht. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, rüste die Lok ab und wechsle in den anderen Führerstand. Rüste dann die Lok wieder auf und halte dich für die Abfahrt bereit. Hinweis, die Lok muss in den umgekehrter Reihenfolge abgerüstet werden. Auch PZB, SIFA, A, ZWS, alles klar. Das machen wir natürlich. Warum das hier jetzt nicht mehr funktioniert, weiß ich auch nicht. Ah, doch, das funktioniert noch. Obwohl, ich möchte da jetzt eigentlich nicht so reinrasen. Wir fahren da jetzt ganz hösch. Kommen wir angefahren im Steuerwagen. Ich glaube, der heißt BXF. Kann das sein? Jawohl, da werden wir nochmal rumgeleitet. Da vorne sieht man schon den Prellbock, also werde ich jetzt mal ein bisschen bremsen. Ich möchte nicht mit ihm kollidieren, das wäre nicht schön. So. Dörn öff. Wir rüsten das Teil hier mal ab. Dazu machen wir den Hauptschalter aus. Den Pantographen lassen wir ab. Die ZWS wird ausgeschaltet. Die PZB wird ausgeschaltet. Die SIFA wird ausgeschaltet. So. Und das Licht machen wir auch aus. Oh, die, ja, mein Gott, der Mann ist ja völlig, oder ist das nicht für uns? Ich hoffe, das war jetzt nicht für uns. Wir sind ja total bekloppt, ja. So, dann müssen wir hier aufrüsten. Also nehmen wir. Ich möchte das so haben. Die BR111 stresst mich natürlich jetzt etwas, weil sie keinen Stromabnehmer hochmacht. Warum auch immer. Sehr komische Sache. Stress mit der
111, warum? Wir werden das einfach mal hier so lösen. Und zwar haben wir den Hauptschalter. Der ist ja drin. Ne, ist der drin? Ne, der ist nicht drin. Ach, der. Ne, wir müssen auch erst den Stromabnehmer, Lüfter, Scheibenwischer, Hauptschalter. So machen wir es. Ganz klassisch. Hauptschalter einschalten. Lüfter. Luftpresser geht nicht. So, dann den Rest noch. SIFA, PZB. Ah, ist jetzt gerade etwas ratlos. Ne? Das ist nicht gut. Wir können auf jeden Fall die Türen schon mal schließen, denke ich. Wir werden auf jeden Fall den Fahrtrichtungswender mal verlegen. Und dieses komische Licht ausschalten. Und dieses komische Licht einschalten. Ja. Das ist das Richtige. Dieses Pult können wir wegmachen. Die Bremse lösen. Und dann schalten wir auch direkt mal auf. Und jetzt hören wir ja auch direkt das Schaltwerk hinter uns. PZB bedeutet uns nicht schneller als 45, Junge. Sonst gibt's ja auf die Moppe. Jetzt dürfen wir nur schneller als 40 fahren. Signal hat es ja mit dem gelb-grünen, der gelb-grünen Anzeige bedeutet. Oder eher gesagt, es hat eigentlich nur eine Langsamfahrt bedeutet. Jetzt darf ich aber hier. So. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zurück nach welchen Nest? Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Gleich dürfen wir auf jeden Fall 100 fahren. 120. Oh, 120. Haben wir eigentlich die Fahrmotorlüfter an, ne? Mal drücken. Ein kleiner Bahnübergang. Ja. Ist ja wunderschön. Ein bisschen früh dran hier. Bremsen. Das ist noch ein bisschen auslaufen noch. Jetzt können wir aber
Ich möchte ja auch mal vorne am Bahnsteig halten. Ist ja mal eins meiner größten Ziele, die ich jemals hatte. Ja, so, jetzt geht's aber. Halten wir hier. Machen wir mal den Fahrmotor und Lüfter aus. Damit sich die Leute hier nicht so gestört fühlen. Das möchte ja niemand. Jetzt sind wir wieder in Siegen-Weidenau. Noch eine Railion 151er. Schließen mal die Türen. Gucken unserer Lok mal beim Wegfahren zu. Geile Geräusche hier von den. Sehr schön. Das ist eine tolle Geräuschkulisse. Hier sind auf jeden Fall keine vorwitzigen Autos mehr, die da irgendwie rumrasen. Eben hätten wir ja fast eins kaputt gesäbelt. Haben wir auf jeden Fall ein paar Chor-Festival-Besucher aufgenommen in Siegen und werden die mal ganz flugs zum Chor-Festival hinbringen, damit die ein Bierchen dort trinken können. Güterwaggons auf der rechten Seite. Mhm. War ich wieder zu schnell? Ach, da vorne ist da der Bahnsteig. Ein rauchender Schornstein auf der rechten Seite. Wie schön. Die SIFA möchte auch mal gedrückt werden. Sie braucht Zärtlichkeit. Drückt die SIFA mehr und liebevoll. Ich hoffe, die älteren Personen im Zug sind jetzt nicht umgefallen. Ich glaube, ich habe da doch ziemlich hart gebremst. Also das mit den Bremsen ist, ja, nicht so meins. Aber ich denke, es geht noch. Türen auf. Die Sonne steht auch schon ziemlich tief, wenn man das so sagen kann. Da hinten irgendwo, hinter den Wolken. Da kommt auch eine andere S-Bahn. Fährt aber durch anscheinend. Mhm. Naja gut, wir werden auf jeden Fall jetzt auch mal weiterfahren und zwar schließen wir die Türen. Schöner Schatten hier von so einem Abspannwerk. Was ist das denn hier? Das ist da drüben. Oh. Gut, die Türen sind zu. Wir können direkt mal weiter starten hier. Nein, Nullstellungszwang natürlich.
So. Fahren wir los. Fahrmotorlüfter wieder einschalten. Damit da schön gelüftet wird. Dürfen wir auf jeden Fall kurzzeitig mal 120, 140 fahren. Mein Gott, auf der Lok wackelt das aber viel mehr als im Steuerwagen. Kann das sein? Finde ich das nur so? Ach du Scheiße. Da nickt man ja richtig. Was ist das denn krasses? Habe ich noch nie gemerkt, bemerkt, diesen Effekt. Ja, dieses. Alter Schwede. Das ja. Ich möchte nicht, dass sowas passiert. Ja, ein bisschen beschleunigen hier. Kommen wir ja nie in Kreuztal an und das wollen wir. Ich hoffe ja, die Aufnahme ist diesmal nicht zu leise geworden. Ich kann das ja leider nicht so on the fly, also während der Aufnahme kontrollieren. Das ist ein bisschen schade bei Fraps, aber... Rumgerüttel. Mein Gott. Irgendwie hat sich die Physik verhangen, oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Lassen wir auf jeden Fall mal runterfahren und müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen bremsen. Ist euch das schon mal aufgefallen mit diesem Wackeln? Habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen, dass dann wirklich der Kopf... Also, wenn... Wenn der Zugführer einen Kopf hätte, dann würde er ja wackeln. Sehr komisch. Also Kreuztal ist wieder das lange Ding. Können wir auf jeden Fall ein bisschen durchrollen. Dieses komische lange Ding, was auch irgendwie ein Dach haben könnte. Ja gut, hier vorne ist ein Dach, da ist auch ein Dach. Hm. Ja, ich war hier auch schon öfter mal. Der Krokodil, meine ich sogar. Na, wir bleiben hier stehen. Irgendwo. So. Ja. Sehr schön. Und schmeißen die Türen auf. Machen hier die Fahrmutter. Lüfter aus. Dauert immer ein bisschen, bis ich ausgehe. Sehr schön gemacht. Hier ist der Maschinenraum. Wir können ja mal reingehen. Wir waren, glaube ich, mal im Dunkeln drin. Hat man nicht so viel gesehen. Also hier kann man richtig so rumwandern. Finde ich ja besonders schön. Das Interieur. So, wir machen die Türen zu. Jawohl, die Türen schließen sich. Das heißt für uns, wir bringen den Fahrschalter schon mal in Nullstellung.
für ein tolles Brummen. Da haben sich die Leute von Virtual Railroads wirklich Mühe gegeben bei dem Sound, finde ich auf jeden Fall. Kommt jetzt. Haben wir nicht mehr so viel. Nummer 11 ist es schon. Jetzt können wir auch richtig Gas geben hier. 140. Obwohl Eichen ist davor. Oh, das ist immer so eine Sache, ne? Alter Schwede, dieses Geruckel. Hört ja fast schlecht. Muss ich mir ja gleich noch was zum Kotzen. Ich meine, also muss man ja auch... Ach! Ja, ich könnte auf jeden Fall meine Tasche nehmen, ne? So. Da kommt noch mal eine Gegen-S-Bahn. Wir müssen da ein bisschen bremsen hier. Wahrscheinlich sind wir viel zu langsam, aber sind auch 15,2% Promille Steigung, Prozent Promille, was auch immer. Nee, jetzt beschleunigen. Nee. Ich bremse jetzt nur noch schön. Upsala. Oh ja, das ist hier wieder mein Lieblingsbahnhof, wo man so am Berg anfahren muss. Absolute Spitze. Da ziehe ich dann auch die Bremse ganz an, damit die dann schön... ah, wir rollen ja nicht. Ich möchte nicht, dass wir zurückrollen. Ich möchte darüber und gucken. Wir rollen echt zurück. Ich habe die Bremse ganz angezogen, oder meine ich jetzt nur? So. Da rollt man trotzdem zurück. Haben wir so einen schweren Zug. Gut, also. Dann müssen wir die Bremse lösen und gleichzeitig aufschalten. Dafür machen wir hier 0, hier auch 0. So, zwei direkt hochgeschaltet. Zack. Ja, ja. Kriegen wir das hin? Ja. Das kriegen wir hin. Na komm. Gott! Meine ich das nur? Bremse ist gelöst, ja. Eichen, ey. Was für eine schwere Anfahrt. Das muss man ja mal versuchen. Schrecklich. Ich höre keinen Fahrmotorlüfter. Aha. Muss auch ein bisschen gekühlt werden jetzt. Ja, man merkt aber schon, wir fahren hier steil den Berg rauf. Das ist schon eine Hausnummer. Oh, 340 ist vielleicht ein bisschen... Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Fehlbedienung. Geht noch. Puh, ich dachte schon, ich hätte sie jetzt kaputt gemacht. Man darf ja nicht einfach in Nullstellung gehen.
irgendwann werden die Trennschütze da ausfallen. Das ist extra von Virtual Railroad so eingebaut, dass man da auch ein bisschen drauf achtet, dass man da nicht unter Last halt diesen Notaus sozusagen betätigt. Mein Gott, dieses Gewackel. Scheint aber nur in der Lok zu sein. Im Steuerwagen habe ich das nicht bemerkt. Muss ich jetzt mal gestehen. Gott. Krass. Schön. Und da mal rausguckt hier zur Seite. Na gut. Aber wir konzentrieren uns wieder auf die Strecke hier. Wir müssen auf jeden Fall abfahren. Was war das? Ein Piepsen. So, wir müssen auf jeden Fall stark bremsen. Ja, 19, 18, 15, 14, ja. Oh, das könnte eine perfekte Landung gewesen sein. Wir werden uns das jetzt gleich mal angucken. Wie das so geworden ist. Oh ja. Naja, gut, perfekt ist es nicht wirklich. Aber so ungefähr, ne, ungefähr. Aber wir können ja auf jeden Fall mal eine kleine Studie hier an dem Fahrzeug machen. Hier vorne Luftschläuche. Die Kupplung. Die rollt schon wieder zurück. Ah. Man kann sie auch nicht ganz davon abhalten. Oh, wir machen die Türen zu. Ich wollte auf jeden Fall mal den Sandungsbehälter hier genau angucken. Hier ist er nämlich. Türen sind zu. Fahren wir jetzt auch ab. Hier ist der Akkukasten. So. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich bringe den in Nullstellung. Löse die Bremse ganz schnell. Und dann müssen wir direkt aufschalten. Das geht jetzt nicht. Ach du Scheiße. Doch, das geht. So. Aha. Ja, nur ein bisschen zurückgerollt. So, auf jeden Fall. Mein Gott. Anfahren am Berg, ja. Aber das ist echt geil. Da merkt man richtig, wie schwer das Ganze ist. Toll umgesetzt. Fotos gemacht. Wunderbar. Irgendwie verändert sich auch immer die Kopfposition oder die Kameraposition des Lokführers, kann das sein? So,
Ich lasse das Schaltwerk auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Bisschen ablaufen. Nicht zu viel. Ein bisschen. Unglaublich. Kamera. Jetzt aber mal hier die Bremse anreißen. Oh. Ah, das war eine ganz schlimme Bremsung, aber ich denke. Oh Gott. Ich werde direkt mal eine Durchsage machen hier, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind nicht. Haben sich nicht die Beine gebrochen jetzt gerade? Wahrscheinlich schon. Vielleicht kommt hier der Rettungswagen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Füße und Beine jetzt durch die Aktion zerstört wurden. Naja, wir haben auf jeden Fall gut gehalten. Gut gemacht. Die nächste Schicht übernimmt ein Kollege. Vielleicht möchtest du noch zum Festival. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch zum Festival und das ist ja das Ende der Folge mit der S-Bahn, der Folge 46 und ja, ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen bei Facebook oder unter dem Video. Ihr könnt auch gerne einkaufen mit dem Amazon-Link, wenn ihr möchtet, also nicht nur Train Simulator, sondern auch andere, damit unterstützt ihr mich, wie ich hier noch ein paar Add-ons kaufen kann, das ist nämlich relativ teuer. Diese ganzen Sachen zu besorgen. Ja, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, ist mir auch, ja, muss nicht sein. Aber wenn ihr mir was Gutes tun wollt, macht das doch einfach. Ich verdiene damit kein Geld, aber um da die Unkosten ein bisschen in Grenzen zu halten, wäre das schon nicht schlecht. Ja, der Rob sagt, ich verabschiede mich, hoffe, dass es euch gefallen hat. Und der Rob sagt, tschüss.